Deutschland. Ich habe jetzt was mitgebracht. Und zwar Einzug in die deutsche Kultur. Das ist jetzt von der Organisation Werbetreibende im Markenverband. Unsterbliche Kampagnen internationaler Unternehmen. Schauen wir mal. Da waren Sie, glaube ich, noch gar nicht geboren. Damals AOL, Boris Becker, hier bin ich schon drin. Drei Meter Taft. Wer hat es erfunden? Das kennen Sie wahrscheinlich. Wegen dem Plakat gab es viele Autounfälle bei Großplakaten an Stadteinfahrtsstraßen Italien, überall. George Sixt. Damals noch eBay. 321 Mainz. Heute hat es schon gewandelt, die Marke. Nein, für alles. Und immer die S-Klasse von Mercedes, der Monolith im urbanen Kontext. Immer. Finde ich cool, dass sie jetzt das alles aufbrechen, mit diesem ganzen Schlankheitsideal. Zalando. Wer ist Kunde? Ehrlich? Die Hälfte? Und Schwein? Funktioniert? Nee. Scheiße, passt nicht. Online gestellt, kleine Frage hier an die Ökonomen. Was ist ökonomisch oder ökologisch sinnvoller? Dass sie alle in die Stadt fahren zum Einkaufen, zum Schuh, oder dass ein Lieferant ausfährt und die Schuhe liefert? Muss man drüber nachdenken. Und dann damit alle nochmal abholen geht. Sehr geil. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Helmut Schmidt. Sehr, sehr geil. Fand ich nicht so stark, denke im Kopf, diese Kiste. Das war 1999. Heute.